Hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem mehr oder weniger weiteren Part zu ARMS. Es gab ja in der Vergangenheit zwei Updates. Das letzte war das aktuelle, wie jetzt hier gerade, wie ihr hier seht. Aber das vorherige war auf jeden Fall Lollapop mit ihrer eigenen Stage. Was ich etwas verpeilt habe, was ich eigentlich auch nochmal extra zeigen wollte, aber als es sowieso zu spät war, habe ich es einfach sein lassen. Und das mit dem aktuellen Update mit dem Charakter Mesingo oder so ähnlich, glaube ich. Ist jetzt aber auch schon wieder ein, zwei Wochen her oder so. Irgendwie so um die Drehe. Und ja, machen wir das mal. Der hat ja auch eine eigene Map bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie der sich aber überhaupt spielt. Ich habe zwar einen Trailer davon gesehen oder so, dass er beim nächsten Mal dabei ist. Und, aber ja, machen wir das mal. Ich habe seit langem gar nicht mehr abends gespielt, ey. Aber da wird es mir höchste Zeit. Also legen wir direkt los. Aber, oh, was ist denn hier los? Haben wir hier etwa das erste ARMS-Event? Auf jeden Fall. Denn ab gestern bis Freitag bis 10 Uhr haben wir hier das erste ARMS-Event vor uns, den sogenannten Party-Crash. Aber wie ihr seht, habe ich schon etwas privat gespielt, bin schon Labor-Level 3 und ja, es heißt wirklich so, es ist ein extra Level, die man vorleveln kann, also halt mal hochleveln kann. Wofür die sind, habe ich keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Und ja, werden wir erstmal die Details erstmal öffnen, um das nochmal etwas deutlicher zu erklären quasi. Für die, die überhaupt noch mehr oder weniger an ARMS interessiert sind oder halt gar nicht. Ja, machen wir das einfach. So, 22.11. 16 Uhr. Also die Aufnahme kommt wahrscheinlich schon, wenn es schon längst vorbei ist. Und ja, bis 24.11. um 10 Uhr. Warum 10 Uhr? Warum dann nicht bis 16 oder 17 Uhr? Wäre perfekt, hätte ich nochmal einen Livestream davon machen können, aber nein. Aber okay. Und ja, Thema dieses Events, Kampf der Stars, Springman und Ribbon Girl. Die Bonuszeitenaufteilung habe ich auch selbst nicht verstanden. Ich glaube, wenn man die ARMS-Kombination nimmt, dann gibt es doppelte oder vielleicht sogar auch dreifache Punkte. Keine Ahnung. Vielleicht, ich denke es mal, weil so genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber ich vermute es jetzt einfach mal. Deswegen halt auch einfach auch hier die verschiedenen ARMS-Kombinationen mit den Uhrzeiten, wann die halt drankommen. Ich denke mal, wenn man die ARMS nimmt, dann gibt es doppelte oder vielleicht sogar auch dreifache Punkte. Wie auch immer, wie gesagt, keine Ahnung. Ja, aktuelle Preise. Also ab Level 5 gibt es irgendeinen Button und ab Level 10 auch. Und dann ab 15 vielleicht irgendwas Randomhaftes. Keine Ahnung. Ah ne, hier steht es auch nochmal extra da. Aktuelle Preise. Die Buttons, die du für Level 5 und Level 10 erhältst, werden nur während des Events vergeben und zeigen den von dir unterstützten Bonuskämpfer. Das wird natürlich Ribbon Girl sein. Ja, easy, natürlich. Und man bekommt dann halt auch immer 50 ARMS-Münzen mal 3, weil ich gerade Level 3 bin. Denke ich mal. Hier. Steige deinen Level und gewinne Preise. Wenn das ARMS-Labor eine Party schmeißt, lassen wir uns nicht lumpen. Und du musst dabei nur spielen, um Punkte zu gewinnen und deinen Labor-Level zu steigern. Ende das Event erhältst du abhängig von deinem Level Münzen und Buttons. Wie wäre es mit einem Bonuskämpfer? Das ARMS-Labor sieht bestimmte Kämpferkombinationen gerne in Aktion. Nutze sie, um besondere Punkteboni zu erhalten. Ende des Events wird das Ergebnis des der Party und die Gesamtpunktzahl jedes Bonuskämpfers veröffentlicht. Punkte erhalten. Bonuskämpfer und ARMS. Du erhältst einen 1,5 Bonus auf deine Punkte. Okay. Alle 15 Minuten gibt es eine Bonuszeit mit einem Punktebonus, zum Beispiel mal 2 oder mal 3. Ach, alle 15 Minuten, nicht nach der Begrenzung dieser Zeit da von gerade eben? Okay. Naja, gut. Ich kenne mich ja schon aus. Ich nehme wie immer Ribbon Girl, sag ich sowieso am meisten, mit einer guten Kombination.
ein paar Buttons habe ich ja schon währenddessen. Das kann ich ja mal so zeigen, wie das so vom Aufbau her halt er ist. Aber die Musik geht alles ab, Also, ja, ich habe zwar nicht so viel Arms so gezockt. Okay, hat jetzt auch nicht so lange gedauert oder so. Das könnte ich sogar auch drinnen lassen, allgemein. Für die anderen Lobbys, wenn es nicht so lange dauert. Aber es geht schon ab. Ganz speziell, was ganz speziell. Ja, Flamme halt, nee, komm, Volltreffer und Donnerschlag. Volltreffer ist eher was für die Noobs, aber Volltreffer haut richtig rein. So, mal schauen, ob ich noch locker drinnen bin hier in dieser Materie. Ja, die legt direkt los. Ja, ist klar. Natürlich. Ah, nee, das ist immer voll, kann das sein? Ja, was ist das für ein Betrug? Ach so, das liegt immer schnell voll. Ja, jetzt bin ich dran hier. Weg mit dir. Ja, die setzt ja die ganze Zeit ein. Okay, man hat immer die Möglichkeit, aber trotzdem, ey, was war das für ein asozialer Kampf, Mann? Ich hatte ja überhaupt keine Chance gehabt. Ey, das war ja richtig asozial. Ach, come on, ey. Halt dein Maul. Ah, so, jetzt habe ich verstanden. Ah, okay, er will den 1,5 und bla 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 und geht das ganze Zeugs, okay. Bonuszeit Ende. Ach, das war nur ganz kurz gewesen. Ja, dauert wieder schnell, also muss ich noch nicht mal richtig schneiden, also passt das. Ist ja locker, einwandfrei, geht ja gut wie ein Zäpfchen hier. Aber ja, 2 gegen 2, 1 gegen 1 ist immer noch 2 gegen 2, naja. Aber jeder gegen jeden bei 3 und 4 Spielern ist das scheiße. Ich sag nur eins. 1 gegen 3 oder 1 gegen 4. So ungefähr läuft das ab, wenn man jeder gegen jeden spielt mit 3 oder 4 Leuten. Warum wurde ich mit weggeschleudert? Okay. Ich glaube, ich treffe momentan nur auf Spieler, die fucking asozialen kacken Skill haben. Ja, was für eine abnormale Kombination. Warum wurde ich mit weggeschleudert? Ich wurde noch nicht mal getroffen. Hä? Na, hätte ich grabben sollen, wäre besser. Ach so, ja, weil wir so quasi wie aneinander gekettet sind, deswegen hat das eventuell damit auch was zu tun. Komm, piss dich weg. Scheiß werde ich tun hier. Scheiße. Oh, aber wir könnten es sogar schaffen. Nee, wir schaffen es nicht. Nee, das wird nichts mehr. Wenn einer tot ist, dann kannst du es komplett vergessen. Ja. Ja, es ist asoziale Scheiße, ist das, ey. Ja, das ist so reinster Betrug, der ohne Witz. 2 gegen 2 lohnt sich nicht. PvP, jeder gegen jeden. Egal, ob es 3 einzelne Leute sind oder 4 einzelne Leute. Es ist immer 1 gegen 3 oder 1 gegen 2. Wie auch immer, wie man es nimmt. Es ist. Deswegen hasse ich Multikämpfe. Deswegen ist das Beste immer 1 gegen 1. Alles andere ist einfach nur Rotze. Wirklich einfach nur Scheiße. Wie jetzt hier zum Beispiel 3 Leute. Wahrscheinlich werde ich von den 2 Leuten sowas von in die Fresse getreten, ne? Dass ich überhaupt gar nicht zum Zug komme. Sobald ich wieder auf Boot bin, werde ich gegrabt. Wollen wir wetten? Safe, dass ich als erstes sterbe. Ja, okay. Ich kann auch warten, so ist nicht. Ihr könnt auch ruhig euer Match hier austragen. Da kann ich auch so lange warten. Da habe ich auch nichts dagegen. Ihr könnt euch ruhig bekämpfen. Ich habe nichts dagegen. Könnt ruhig weitermachen. Nee, vorbei. Nee. Komm, macht einfach. Ich bin mal hier Zuschauer hier. Oh nein. Ja, ja, jetzt auf einmal, ne? Kannst du vergessen. Bekämpft euch ruhig. Da kann ich dann später mitmachen.
In der Zeit lade ich mich mal so ein bisschen auf, ne? Ja, nichts wird hier gegönnt, ne? Natürlich, klar. Das ist lustig. Das soll mit der Scheiße, was ich abziehe, aber das ist mir jetzt sowas von egal. Ich hab Spaß. Komm, dieser Helix-Typ, der kann ruhig sterben. Da hab ich genug Zeit. Okay. Bin mal so ein bisschen mal am Ausweichen, ne? Oder auch nicht, ne? Oh, eigentlich überhaupt nicht verdient, aber egal. Geil. Mega geil. Nice. Richtig nice. Oh, ich find's herrlich. Oh, cool. Deine Typ hat wahrscheinlich übelst viel krass in Folge gewonnen, deswegen auch plus 4. Aber dafür hat er halt noch wenig an Leben zur Verfügung. Yay, 1 gegen 1. Ach, Basketball. Naja. Ich bereite mich schon mal vor, nur noch gegrappt zu werden. Aber okay. Okay. Ich gebe mich jetzt schon geschlagen. Aber ich versuche trotzdem wenigstens mein Bestes zu geben. So, was ist jetzt? Okay, läuft. Das steht nur da. Hast du Internetprobleme oder was? Dann mache ich ja schon mal die ersten drei, wenn er keinen Bock hat. Hat aber lange gedauert. Ja, es sind aber nur 2 Punkte. Yeah. Ja, es wird meistens nur gegrabt, ne? Und komm bitte. Ja, nice. Ja, das ist scheiße. Das ist. Ach komm, nee, ne. Mann, was ist das für eine Scheiße? Nein! Ja, unentschieden, das ist scheiße. Ja, und jetzt? Ist es nur so, also okay, unentschieden. Keiner hat gewonnen, verloren. No fair! Ja, unentschieden. Gibt's überhaupt Punkte? Ich glaube gar nicht, ne? noch, oder? Oh, doch, cool, ja. Unentschieden. Ja. Naja. Ist okay. Irgendwie, ja. Ach Gott. Na komm, aber bitte kein Vierer. Wenigstens 1 gegen 1 oder ja, mach Headlock-Kampf oder so. Das wäre auch noch okay. Aber jetzt bitte kein Vierer oder irgendwas Einzelnes. Hätte ich mal überhaupt keinen Bock drauf. Oder wie jetzt hier, bitte. Ja, das wäre jetzt schön gewesen. Das wäre sogar cool gewesen. Aber bitte kein Dreier Einzel. Bitte, bitte. Nee. Lasst euch nicht so lange Zeit. Oh, Lollapop. Naja. Okay. Und komm schon. Es sind nur die 2 Einzelnen. Okay, einer weiter Typ beigetreten. Ja, danke. Wenigstens keine 1 gegen 3 oder so eine Scheiße. Also wegen 3 Einzelnen ist ja meistens so mit 1 gegen 2 oder so. Das ist ja manchmal so komisch. Achtung! Was, Achtung? Ja, ich habe schon gecheckt. Headlock Level 6 auch noch. Naja, mal schauen, ob wir das gebacken kriegen. Ich vertraue euch. Ein paar seiner Arms wurden beschädigt. Was schön von hinten nehmen. Ich glaube, wir könnten es schaffen, wenn wir so weitermachen. Komm hier, den Ball kann er ruhig selber haben. Warum denn er passt immer nur in meine Richtung? Was soll der Scheiß?
Er kriegt übrigens gerade sowas von krass in die Fresse, ne? Bin ich cool. Hat er auch nicht anders verdient. Komm in die Fresse. Nee, kannst du vergessen hier. Komm. Brech halt nicht mal in der Power, was soll denn der Scheiß? Aber es sieht gut aus. Wir könnten es schaffen, wenn wir weiterhin so weitermachen. Ich hab den gegrabt. Okay, habe ich selbst gerade gar nicht so richtig gecheckt. Aber okay. Passt schon. Damit alles in Ordnung. Ja, einwandfrei. Ja, komm, das schaffen wir. Ist halt ein bisschen knapp, aber das ist machbar. Ja, komm. Ja, komm. Noch ein Schlag, egal. Egal wer. Ey, komm schon, das wird da jetzt scheitern. Okay, gut, geschafft. Einwandfreie Spitze, würde ich mal ganz diskret mal sagen. Du hast einen Button erhalten. Ja, wunderbar, cool. Noch mehr. Ah, cool. Nice, nice, nice. Gehen wir mal aus der Lobby raus. Aber die Musik geht ab, das ist cool. So, was haben wir denn? Du hast zum ersten Mal Basketball gespielt. Erwische deinen Gegner in Korbnähe, um ihn zu versenken. Okay. Du hast zum ersten Mal im Modus gegen Headlock gespielt. Hoffentlich bekommst du keine Abräume. Ja, für die Buttons ist das alles neu. In Wirklichkeit habe ich ja schon ab und zu ein paar Kämpfe bestritten, nenne ich es mal. Am besten hier dieser andere Headlock-Modus hier. Wo man den Schädel hier hat und dann selber kurz als Headlock spielen kann. Das ist geil. Aber okay. Würde ich sagen, beenden wir es jetzt schon. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, das seit langem mal wieder Arms kommen. Kam ja schon ewig nicht mehr. Ich glaube, das letzte Video oder Part oder wie auch immer war von Max Press. Also ist das schon eine Weile her. Ich glaube, das kann schon 2 Monate her sein oder so. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, wenn es euch trotzdem gefallen hat, mal wieder Arms, dass ich euch das mal gebe. So ungefähr. Ja, diese Kombination war beschissen, aber ich lasse das jetzt alles drin, alles uncut, wunderbar. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann, wenn wir mal wieder zu Arms wieder oder irgendwo anders. Und ja, bis zum nächsten Mal.